So, ich würde sagen, wir gehen zurück ins Dorf, weil hier haben wir, glaube ich, nichts mehr zu machen. Ich glaube, hier haben wir jetzt wirklich alles schon fertig. Und im Dorf, da fallen mir noch ein paar Sachen ein, die wir machen können. Es kann weitergehen. So, die Savanne, keine Ahnung, ob da noch was zu machen ist. Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal ins Dorf. So, das sehen wir auch schon. Als allererstes will ich mal schauen, ob wir so eine Schüssel kaufen können. Jambo nochmal, mein Freund. Was hast du im Angebot? Was man so braucht. Bergsteigerausrüstung, traditionelle Medizin, getöpferte Schalen und original tansanische Holzgiraffen. So. Die Schale. Ich möchte eine Schale kaufen. Das macht 20 Schilling. Gut, ich nehme sie. Viel Spaß damit. Gut, jetzt haben wir eine Pfanne. Eine kleine afrikanische Pfanne mit hübschen Verzierungen. Dann reden wir noch mal weiter mit ihr. Jambo noch mal, mein Freund. Was hast du im Angebot? Was man so braucht. Bergsteigerausrüstung, traditionelle Medizin, getöpferte Schalen und original tansanische Holzgiraffen. So, die Giraffen natürlich nicht. Die Bergsteigerausrüstung könnten wir natürlich kaufen. Wobei ich es jetzt noch nicht machen würde, weil solange es Turnier ist, kommen wir eh noch nicht dran. Vielleicht kommen wir später auch so ran mit der Maske. Aber das warten wir erstmal ab. Aber dieses Feuer des Nashorns, da können wir vielleicht was machen noch? Über dieses Feuer des Nashorns. Was ist das genau? Jeder gute Apotheker kann dir ansehen. Du bist kein standhafter Mann. Das wird mir gerade entschieden zu privat. Wie du meinst. Auf Wiedersehen. Ich weiß gar nicht mehr, ob man da noch was holen konnte, wenn man das andere genommen hat. Aber ich denke, wir gehen jetzt erstmal kurz hoch. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ein Dings ist. Halt! Wer ist da? Jack. Mach, dass du wegkommst. Oder ich verpasse dir eine Kugel. Mir eine doch egal, was die Speerwerfer dazu sagen. Eine neue Dings, eine neue Kampftechnik, wollte ich sagen, bevor er mich unterbrochen hat. Das wirst du noch mal bereuen. So? Und wer soll dafür sorgen? Jemand. Verschwinde, bevor du es bereust. Schade, ich kann anscheinend nichts machen. Ich habe gehofft, dass ich einen Affe auf den Herzen könnte, aber naja, gut. Geht anscheinend nicht so einfach. Jambo, Fremder. Ich möchte an den Kämpfen teilnehmen. Als ausländischer Teilnehmer in unserem Gerichtssystem musst du für jeden Kampf eine Visumsgebühr von $10 zahlen. Wenn's sein muss. Sehr gut. Dann geh und stell die Ehre unseres Dorfes wieder her. Gut, dann schauen wir mal. Ja, den kennen wir doch. Das lief doch schon mal gut. Ich erinnere mich gar nicht mehr richtig dran. Wie ist war das? Das ist ja auch, glaube ich. Nein, war es nicht. Ich erinnere mich gar nicht mehr genau an die Kämpfe, wie man was weiß ich, wie man das Dings machen kann. Probier mal kurz nochmal mit ihr zu reden, wegen dem Nashorn-Teil.
Jambo nochmal, mein Freund. Was man so... Über... Danke, doch keine. Wie du meinst. Verklickt. Auf Wiedersehen. Jambo nochmal. Was hast du... Was man so... Über... Jeder gut... Also über meine... Ich meine nicht nur die Ausstattung des Mannes. Ich meine dein ganzes Leben. Du bist flatterhaft und wankelmütig. In deinem Zustand solltest du weder den Kilimanjaro besteigen, noch irgendwas anderes. Du bist gut darin, Leute mit ihren Schwächen aufzuziehen, was? Sei standhaft in deinem Leben, dann steht auch deine Ausrüstung wieder wie eine Eins. Und das Feuer des Nashorn macht es möglich. So, jetzt hör mal auf über so äußerst private... wie viel, sagtest du, kostet das denn? 150 Schilling. Einmal eingenommen, verleiht es dir die Kraft des Nashorns. In jeder Hinsicht. Auch was Stärke im Kampf angeht? Ja, von was rede ich denn die ganze Zeit? Hast du das schon irgendwelchen anderen Kämpfern verkauft? Nachdem ich ihn mal falsch gemischt hatte, vertrauen die mir nicht mehr. Nur eine Abweichung vom Rezept. Und du fühlst ein ganz anderes Feuer in dir. Okay, ich nehm's einfach mal. Einmal das Feuer des Nashorns, bitte. Schön, hier. Oh, verdammt. Ist ja schon leer. Hey, jetzt hast du es so toll angepriesen und jetzt das? Na gut, ich kann dir noch anbieten, dass du einfach nur das Rezept kaufst. Dann kann es dir vielleicht eine andere Apothekerin zusammenmischen. Hm, was kostet das Rezept? 10 Schilling. Will man nicht so sein. Dann nehmen wir das Rezept mit. Ich nehme das Rezept. Hier, bitteschön. Aber du solltest das wirklich von Profis mischen lassen. Denn nur eine Abweichung vom Rezept. Und du fühlst ein ganz anderes Feuer in dir. Ha, keine Angst. Ich bin ja nicht so blöd und mische den Kram selbst zusammen. Ja. Gut. Mal sehen. Falsch bereitet passiert auch so einiges. Aber nichts, was dich erfreuen würde. Die Zutaten. Kerne einer überreifen Feige, Rinde eines bestimmten Baumes, da sind ein paar Zeichnungen, und Blätter des Rotspitzenbusches, der am Wasser wächst. Alles zusammen im Mörser zerstampfen? Nebenwirkungen? Keine, wenn richtig bereitet. Hier sind noch ein paar offensichtlich wichtige Hinweise. Fragen wir mal über die Kerne der Früchte. Öffne die Feige und nimm die Kerne. Die Feigen müssen überreif sein. Nimm sie vom Boden auf. Okay. Was ist über die Rinde? Die Rinde muss von einem der gesunden Bäume sein. Hm. Von den aufgemalten Bäumen erkenne ich nur einen. Moment, der hier sieht aus wie der hohle Baum, dort wo das Auto liegen geblieben war. Da steht noch, besonders wichtig, die Rinde muss trocken sein, um schlimme Nebenwirkungen zu vermeiden. Und was ist mit den Blättern? Die Blätter haben auffällige rote Spitzen. Gut, dann fahren wir mal wieder in die Savanne. Es kann weitergehen. Ich schätze, die Blätter sind das von der Maske. Aber zwei Zutaten sollten wir hier eigentlich finden. Da haben wir schon mal die Feigen. Die gleichen Früchte, wie sie auch auf dem Baum wachsen. Dann nehmen wir die Kerne raus, wahrscheinlich mit dem Messer, denke ich mal. Sieht wie die Frucht aus, die im Rezept steht. Und tun sie in die Pfanne rein. So. Dann den hohlen Baum. Ein paar Termiten haben sich wohl in diesem Baum eingenistet. Kann ich das einfach mit dem Dings rausholen? Ich schneide ein Stück von der Rinde ab. Die Rinde eines hohlen Baums für den magischen Trank. Etwas mehr Flüssigkeit als im Rezept steht, aber das dürfte okay sein.
Die Rinde eines hohlen Baums für den magischen Trank. Etwas mehr Flüssigkeit als im Rezept steht, aber das dürfte okay sein. Das Stück Rinde hilft mir hier nicht. Passt. Okay. Dann hoffen wir mal, dass das in Ordnung ist. Als nächstes bräuchten wir diese Blätter. Und dazu müssten wir wahrscheinlich den Kampf gewinnen. Es kann weitergehen. Dann versuche ich es doch noch einfach nochmal. Wenn ich mich noch genau an die Kombination erinnern könnte, aber naja. Du kannst die Arena nicht betreten, während ein Kampf läuft. Ja, muss ich ganz wieder nach oben gehen. Wenn du auch kämpfen willst, komm zu mir und zahl die Gebühr. Ist okay. Jambo, Fremder. Ich möchte an den Kämpfen teilnehmen. Gut. Stelle die Ehre unseres Dorfes wieder her. Gut. Ich hoffe, das hier. Nein, das war die falsche. Vielleicht soll ich die alten Let's Plays nochmal anschauen und nochmal genau schauen, welche Kombination zu welcher Kombination gehört. Jambo, Fremder. Ich möchte an den Kämpfen teilnehmen. Gut. Stelle die Ehre unseres Dorfes wieder her. Gut. Nächster Versuch. Das haben wir. Das war die Vogelscheuche. Wo ist sie denn? Den wusste ich noch. Dann probieren wir den Affenzähmergriff. Was versucht er als nächstes? Dich des Kopierens. Mist, da war es auch wieder nicht. Den wusste ich jetzt nicht mehr genau, wie der ging. Na gut. Beim nächsten Versuch schaffen wir's. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Jambo, Fremder. Ich möchte an den Kämpfen teilnehmen. Gut. Stelle die Ehre unseres Dorfes wieder her. Das ist die Vogelscheuche. Wir probieren Nasenzieher. Okay, das war nix. Ach, war doch klar, dass das nicht geht. Warum habe ich den ausgewählt? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie habe ich es zu spät realisiert, was das Symbol gezeigt hat eigentlich. Naja, gut. Jambo, Fremder. Ich möchte an den Kämpfen teilnehmen. Gut. Das müsste der Dings gewesen sein. Stich des Skorpions. Nein, das war der Affenzähmer. Dann ist das, was ich... Ja, genau. Die zwei habe ich jetzt verwechselt. Das wäre den, wo ich vorhin gebraucht hätte. Okay, aber jetzt bin ich gut vorbereitet. Jetzt geht die Sache. Jambo, Fremder. Ich möchte an den Kämpfen teilnehmen. Vogelscheuche? Und, Affenzähmer.
Okay. Versuch das, das müsste doch das Skorpion gewesen sein. Genau. Dann probieren wir... Stolzer Kranich? Was war denn das genau? Ah. Das war der. Sehr schön. Klasse. Hallo Häuptling. Ich möchte meinen Kämpfer für das Dorf der Gläubiger anmelden. Gut zu hören. Ich sehe viel Kriegsbemalung auf deinem Körper. Wenn du die Teilnahmegebühr zahlst, ist alles klar. Ich denke, das wird reichen, um genügend Versuche bis zum Ende des Turniers zu bekommen. Das denke ich auch. Gut, dein Kämpfer darf die Arena betreten und den Herrn der Arena herausfordern. Na, klasse. Den kenne ich aber gar nicht. Der war mir neu. Na, klasse. Muss ich da irgendwie was reinschütten? Den falschgemixten Trank vielleicht? Aber dazu fehlen uns noch die Blätter und ich hätte gedacht, dass es von denen hier, von der Maske, ist so ein Blatt. Die Quelle steht in der Mitte des Dorfes und ist die Quelle des Lebens. Trotz der Hitze ist Wasser drin. Der Mauser ist voll. Der Mauser ist voll. Oh. Gute Frage. Ich rede mal miteinander nochmal. Hey, Carl. Hallo, Jack. Was musst du noch über Luftschiffe erfahren? Nur einen kurzen Blick in das Cockpit eines Ubati-Luftschiffes. Schon gut. Ist der neu? Vielleicht kann man jetzt mit ihm reden. Tayari, hatuna pesa. Natürlich nicht. Sehr lustig. Jack, wir müssen los, bevor Umbati einen Weg findet, uns auszutricksen. Hast du eine Idee, wie wir das anstellen? Ich habe mit dem Häuptling gesprochen. Er meint, wir können unmöglich losgehen, ohne dass wir eine Schneeausrüstung dabei haben. Schneeausrüstung? In Afrika? Ein ordentliches Kaufhaus würde diesem Dorf sicher gut tun. Ja, das hast du herausgefunden. Das sind deine Probleme? Da unten war doch auch noch irgendeine Pflanze, glaube ich, oder? Das könnte doch auch gewesen sein. Was für eine hübsche Blume. Ich würde dort aber nicht an ihr riechen wollen. Das müsste doch auch sein, da wo wir brauchen, aber... Wie kommen wir da dran? Mit einem Affe? Mit einem Affen im Koffer sollte man vorsichtig sein. Rauchen hilft mir hier auch nicht weiter. Das ist auch gut so. Kann ich vielleicht... Sie würden nur rosten. Ich möchte das nicht nageln. Das geht bestimmt. Ich will das nicht hämmern. Hey, Fremder. Sieh dich an. Du solltest Medizin bei mir kaufen. Ja, habe ich ja. Und das brauche ich ja. Aber mir fehlt die eine Zutat. Ich rede nochmal mit ihr. Jambo, mein Freund. Was hast du im Angebot? Was man so braucht. Bergsteigerausrüstung, traditionelle Medizin.
Auf Wiedersehen. Gut, dann müssen wir mal schauen, wo wir diese Pflanze herkriegen, um den zu besiegen.